Liebe Schüler, ich begrüße euch zu einem der anspruchsvollsten Tutorials, wo Drehen, Kopieren und Skalieren Funktionen in einem verwendet werden. Und bitte ruft mich an über Teams, wenn ich euch helfen kann. Wichtig ist jetzt, dass wir hier mal diese Mittellinie von diesem Werkstück hier, ihr wisst ja, was ich meine, von diesem Stock, mal finden. Und das ist gar nicht so schwer. Schwierig. Ihr geht auf das Maßband, stellt euch hier mal auf die Kante und ihr wisst, dann kriegt ihr sofort so eine Hilfslinie und stellt diese Hilfslinie dahin, wo sie hier einrastet, nämlich bei 15 mm oder ihr gebt 15 mm ein. Ihr wisst, dieses Stück ist 30 mm breit. Auf dieser Linie sollen 10 solche Wirbel verteilt werden und dieser Wirbel hier endet genau bei einem Zentimeter. Ich zeichne das mal an. Und wir haben jetzt hier auch so einen Schnittpunkt der Linien erzeugt. Wenn ich das jetzt mal ausblende, arbeiten, ausblenden, dann seht ihr, gibt es da einen richtigen Punkt. An dem kann man sich orientieren. Und da hinten soll es genau einen Zentimeter von hinten enden. So, ich fahre da jetzt mal runter. 8, 9, 10 mm. So. Damit hätten wir jetzt festgelegt, wo der erste und der letzte Wirbel sitzen sollen. Jetzt werde ich den letzten Wirbel einblenden und werde ihn auch gleich in die richtige Richtung kippen. Ist auch kein Problem. Was ist die richtige Richtung? Die richtige Richtung ist, genau, du weißt es schon, ist der rechte Winkel zu dieser Kante. Und wie finde ich heraus, wo da der rechte Winkel ist? Mein Gott. Naja, ganz einfach. Da gibt es in SketchUp zum Beispiel einfach den Zeichenstift und ihr stellt euch hier auf die Kante. Und wenn ihr hier so herumfahrt, dann passiert Folgendes. Diese rote Linie sagt euch, ihr seid parallel zu dieser Kante hier. Und die violette Linie hier, die dann manchmal erscheint, ist sie? Ich weiß nicht, wo sie ist. Auf Fläche, in Gruppe. Naja, das war jetzt nichts. So was passiert eben halt auch. Nochmal einfach hier drauf stellen und ihr seht genau rechtwinklig zur Kante. Dieser pinkfarbene Linie zeigt euch jetzt an, was der rechte Winkel ist zu dieser Kante. So schaut das von oben aus und jetzt werden wir, immer wenn der Zeichenstift mitzeichnet, einfach die Escape-Taste drücken. Das reicht dann. Das ist eine Hilfslinie und wir werden jetzt an diese Hilfslinie auch noch eine richtige Hilfslinie legen, eine punktierte Hilfslinie, die keine Bedeutung hat. Und wir löschen diese Linie auch wieder. Und jetzt wissen wir schon mal, in welche Richtung wir das Ganze neigen wollen. Und das ist auch nicht weiter schwierig. Wir klicken unser Objekt an. Wir nehmen das Drehenwerkzeug. Und das Drehenwerkzeug hat so eine Funktion, das weiß jetzt natürlich nicht, worum wir drehen wollen. Wollen wir das Objekt jetzt zum Beispiel hier im Raum drehen? Aha, dann wollen wir auf der blauen Ebene drehen, ja? Oder wollen wir das Objekt in der grünen Ebene drehen? Ja, es könnte alles möglich sein. Einstellen kannst du diese Drehrichtungen zum Beispiel, wenn du auf deiner Tastatur hier unten diese Pfeile verwendest, dann verändert sich das Drehenwerkzeug. Ich will dir das mal zeigen. Und zwar hier nimmt SketchUp an, du möchtest auf dieser blauen Fläche drehen und wenn ich dann einen dieser Pfeile, zum Beispiel den linken, nehme, dann würde SketchUp jetzt das Objekt hier in Richtung des grünen Pfeils drehen und ihr könntet das Ganze jetzt so kippen. Ja? Ist aber leider nicht die richtige Richtung. Und rot wäre eine andere Richtung. Das musst du jetzt nicht alles so genau wissen. Wichtig ist, dass du jetzt diesen Punkt erwischt, wo alles schwarz leuchtet, weil dieser Punkt ist hier, das ist leider noch nicht, noch einmal zurück,
So. Wieder vorwärts, weil der Strich hat sich hier neu eingezeichnet. Jetzt auf das Drehenwerkzeug und ihr stellt euch da an diesen Punkt, wo die Hilfslinie das Ganze schneidet und dann weiß SketchUp, das ist schwarz und das ist parallel zu dieser Linie da. Und jetzt fahre ich einfach diese Linie aus und jetzt kippe ich den Gegenstand und zwar um 15 Grad genau. Du siehst es hier unten auch in der Anzeige, 15 Grad. Noch ein Klick und jetzt gehe ich auf Escape. Ah, Entschuldigung. Noch einmal. Ausziehen die Linie. Kippen. 15 Grad. Und Enter eingeben und damit ist jetzt dieser Vorgang des Kippens erledigt. Das soll mal gut sein, das war sehr viel Detailwissen über diese Werkzeuge. Im nächsten Vorgang werden wir diesen Gegenstand 10-mal hierher kopieren und dann in den Stock versenken.